Wir haben jetzt zufällig während der Fahrt hier so eine kleine Stelle gefunden bei einem Fluss. Wann war das letzte Mal, dass wir in einem Süßwasserfluss gestanden sind? Das ist ein Weilchen her. Monate. Mhm. Und es ist so kalt. Und es hat hier es wunderschöne Libellen. In Türkis und Blau, in den schönsten Tönen. Mhm. Wir sind jetzt gerade im Museum von Philipp II., dem Vater von Alexander dem Großen. Ist noch beeindruckend hier. Sie haben uns auch darauf hingewiesen, man darf fotografieren und filmen, aber nicht posieren, keine Blitze und alles ganz... Selfies. Eigentlich mache ich ja auch gerade 25 Selfies pro Sekunde. Egal. Es ist jetzt am nächsten Tag. Wir waren ja gestern im Museum von Vergina. Dort sind die Grabbeigaben von Philipp II. Ausgestellt. Ja, es war sehr interessant zu sehen. Also vor allem für mich, für eine also ehemalige Goldschmiedin, ist das was bombastisch, weil es waren viele Schmuckbeigaben und Silberkrüge und Schalen und diverses ausgestellt. Also es war irrsinnig. Ja, es war sehr cool, dort hineingehen zu können. Es war mal eine andere Art von Museum, weil sonst sind die Museen ja immer nebendran gebaut oder sonst irgendwo anders. Und das war wirklich das Museum im Grab selber. Das war cool. Und jetzt stehen wir hier ein wenig außerhalb von Vergina an einem wunderschönen Plätzchen mit sehr vielen Platanenbäumen. Dieses Plätzchen ist, es sieht aus wie ein gigantisch großer Picknickplatz mit einem Flüsschen. Man kann sich hier wunderbar austoben, wenn man das möchte. Und ja, aber keine Griechen hier. Die Griechen finden es anscheinend nicht so cool, hier sich aufhalten zu können. Was auch ein Grund ist, warum der Platz hier so sauber ist. Das ist nicht meine Aussage. Die Aussage habe ich jetzt von den Griechen erhalten. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter Richtung Olymp, auf jeden Fall. Auf den Olymp rauf, auf die Spitze. Auf den Olymp. Gehen wir Zeus einen Besuch abstatten. Den Göttern so nahe. Für uns Schweizer ist das nicht mal was Besonderes. Da denken wir so, oh, ein Berg wie jeder andere bei uns. Aber es ist der Olymp. Der Olymp. Ja, ja. Da, okay. Wo die Götter wohnen. Ja, okay, geh mal hin. Ja, gib Gas. So, wir laufen jetzt zu einer Quelle am Fuße des Olymps. Das ist die Kori-Quelle. Ja, mal schauen, wie es dort aussieht. Thank you.
Hallo, werte Dame, geht's da zu weit? Doofe Ziege. Ach, dieser Verkehr auf den Straßen heute wieder, das ist ja wieder unglaublich. Nächster Stellplatz. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Beschreiben es mal irgendwo da oben hin. Und auch hier, es wäre so schön, wenn ich überall dieser Abfall rumliegen würde. Wir haben uns 15 Minuten Zeit genommen, um den Abfall einzusammeln im Umkreis von etwa 30 Metern um den Bus. Und das hier ist das Ergebnis. 3 komplette Abfallsäcke. Unglaublich. Wir stehen hier jetzt an einem See, also ist zum ersten Mal seit langem wieder Süßwasserbaden angesagt. Obwohl der See recht warm ist. Das Wasser ist, ey, es ist, also eine Abkühlung ist es nicht. Aber es gibt ein kostenloses Fischpeeling in dem See. Stimmt, ich habe gestern die Fische noch aufgefressen. Verkehrte Welt, die Fische fressen Menschen. An diesem Platz waren wir jetzt 2 Tage schon wieder. Wir wollten eigentlich nur über Nacht bleiben, aber haben dann gedacht, ah, es ist so schön hier. Und genau jetzt, wo wir eigentlich nach Hause fahren wollen, finden wir die schönsten Spots, wo wir am liebsten gleich einen Monat verbringen würden. Aber wir müssen nach Hause. Was heißt wir müssen? Wir dürfen. Wir sollten. Wir haben noch Dinge zu erledigen. Der Fährhafen von Igoumenitsa ist etwa 200 Kilometer entfernt, plus minus. Ohne Mautstraße 4 Stunden. Das heißt, wir müssen jetzt noch kurz ausdiskutieren, ob wir heute durchfahren. Jetzt ist 1 Uhr nachmittags. Vielleicht machen wir auch einen Zwischenstopp, wir wissen es noch nicht. Aber der Plan wäre eigentlich schon, in den nächsten 2-3 Tagen auf der Fähre Richtung Italien zu sein. Mal gucken. Wo sind wir denn hier gelandet? Eigentlich wollten wir nur kurz Halt machen, um einkaufen zu gehen. Und jetzt sind wir im Tirol. Dieses kleine Örtchen hat wirklich so einen Alpen, wie sagt man, Alpenflair. Mhm. Ja. Schick, richtig rustikal. Und wir sind jetzt hier gelandet, in Mezzovo. Jetzt machen wir einen Spaziergang, gehen einkaufen und dann fahren wir weiter. Wir haben
haben jetzt nochmal auf der Strecke umgedreht und sind nochmal nach Metsovo reingefahren, weil uns gestern eine Griechin an dem Platz darauf aufmerksam gemacht hat, dass heute so ein ganz spezielles Musik-Tanz-Festival hier stattfinden soll. Ich höre noch nichts. Ich rieche nur Fleisch. Mal gucken. Wir sind jetzt gerade mitten in dem Stadtzentrum oder Dorfzentrum. Es wird wirklich ein Fest stattfinden heute. Das Problem ist, es ist erst irgendwie um 8 Uhr abends. Dann ist erstmal Gottesdienst angesagt und nachher gibt es das große Fressen. Das Problem ist hier, traditionell macht jedes Restaurant im Dorf Spanferkel. Und die ganze Stadt riecht danach. Ich hab ja den Fleischgeruch schon noch irgendwie gerne und das Gewürz, aber das ist echt zu viel. Egal wo du hingehst, es riecht überall nach Spanferkel. Gehen wir wieder? Ja, eigentlich wollten wir das Fest schon miterlebt haben, aber noch so lange warten bis heute Abend. Meh. Also, wir stehen jetzt hier an einer Fiat-Werkstatt in Igoumenitsa. Wieso denn? Weil wir gemerkt haben, dass wir während dem Fahren immer in der Rechtskurve was. In der Rechtskurve, ja. Komische Geräusche hören. Also komische Geräusche in Verbindung mit so einem Vibrieren im Lenkrad. Deswegen wollten wir uns das mal ansehen lassen. Die haben uns jetzt gesagt, das Teil, das braucht 5 Tage, bis es geliefert werden kann. Ja, das Teil kostet 400 Euro, wenn das bestellen müsste, aber die müssen es natürlich auch von Italien importieren. Genau. Jetzt hat er gesagt, wir sollen doch nach Italien, vielleicht finden wir es da auch günstiger und wir sollten aber nicht mehr allzu weit fahren. Ja. Glücklicherweise sind wir schon am Fährhafen. Wir gehen jetzt noch einkaufen. Schauen wir, dass wir per heute Abend noch die Fähre erwischen. Also wir brauchen noch ein Ticket. Mhm. Und sonst morgen dann halt, ne? Okay. Letzter Tag in Griechenland. Ja. Irgendwie schade und irgendwie, ja! Wir freuen endlich uns auf Italien auf jeden Fall. Ist heiß! Wir stehen jetzt hier am Fährhafen, wir haben schon eingecheckt und man merkt richtig, dass Corona der Feriensaison für Griechenland dieses Jahr einen mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil hier hat es fast keine Wohnmobile. Wir sind jetzt zu zweit.